Die Sache mit dem lieben Geld. Das liebe, liebe Geld ist etwas, was uns den ganzen Tag beschäftigt. Wir haben immer irgendetwas mit Geld am Denken. Das lässt sich nicht ausschließen. Unser ganzes Leben ist eigentlich ja eine Sache auf Basis von Geld. Unser Überleben hängt am Geld. Es hängt am Geld, ob wir unser Essen bezahlen können, ob wir unsere Lebensunterhaltungskosten bezahlen können. Und deswegen beschäftigt uns die Frage nach Geld die ganze Zeit. Und zwar, wir denken immer, wir sind es so gewöhnt, wir haben es so gelernt, aus der Mangelperspektive über Geld nach. Reicht das Geld? Genügt es? Kann ich mir das leisten? Das sind alles diese Gedanken, die eine Mangelperspektive unterstützen. Die ganze Welt funktioniert so. Wir gehen permanent von Mangel aus. Mangel heißt, es fehlt etwas. Mangel heißt, es ist nicht genug. Das ist die Welt, in der wir hier leben. Das ist das Denken aus dem, was wir erlebt haben, aus einer Weltansicht heraus, die wir rückgeschlossen haben, die wir uns logisch versucht haben zu erklären. Das ist die logische Weltansicht. Und diese Logik basiert immer auf Beschränkung. Beschränkung und Mangel. Und wir wissen, wenn Beschränkung und Mangel unser Ausgangspunkt ist, dann werden wir in einer Welt leben, in der Beschränkung und Mangel das Normal ist. Und nur wenn wir es schaffen, da herauszuspringen aus dieser Welt der Beschränkungen und des Mangels, werden wir im unendlichen Überfluss sein können. Und jetzt hat unser Kopf damit ein riesengroßes Problem. Unendlichen Überfluss überhaupt annehmen zu können. Unendliche Fülle annehmen zu können. Weil all die Definitionen, die wir bis jetzt kennen über unser Leben, über unsere Lebensart und Weise, über das, was unendlich und Überfluss bedeutet, ist abstoßend, ist negativ, das will niemand. Unendlichen Überfluss haben wir geschafft, uns schlecht zu machen, uns madig zu machen. Und solange wir in dieser Meinung sind, werden wir Recht behalten. Weil Energie lügt nie. Das, was du glaubst, wird sich dir zeigen. Und wenn du irgendwo, vielleicht unbewusst, unterbewusst, unendlichen Überfluss ablehnst, weil es für dich protzen, angeben, negativ, gemein, lieblos bedeutet, wirst du niemals in einer Welt leben, die unendlicher Überfluss ist. Und hier ist die Lösung. Du darfst unendlichen Überfluss so sehen, wie du es möchtest. Ich nenne es Divine Design Sicht. Die Ansicht aus der höchsten Idee, die Ansicht aus der größten Liebe ist Überfluss. Und nicht die Ansicht aus Prunk und Protz, die wir über Geschichten hinweg gezeigt bekommen haben, heute noch Luxus im Fernsehen. Das sind Sachen, die uns abstoßen, weil sie nicht unseren Werten entsprechen. Aber solange wir es nicht verstehen, Prunk, Überfluss, Schönheit, aus den Augen der Liebe, aus den Augen der höchsten Idee, aus den Augen der Anerkennung zu sehen, werden wir das immer in unserem Leben ablehnen. Und diese Ablehnung, die uns eingepflanzt worden ist, die in unserer Gesellschaft weitergegeben wird,
Diese Ablehnung führt dazu, dass Armut herrscht, führt dazu, dass Mangel herrscht, führt dazu, dass ganz, ganz viele Leute zu wenig Geld haben, dass ganz, ganz viele Leute Geldprobleme haben. Und diese Ablehnung, die müssen wir erstmal aufdecken, weil die herrscht in uns. Die herrscht in uns. Und wo herrscht sie in uns? In ganz kleinen Gedanken, in ganz kleinen Ansichten, in ganz kleinen Überlegungen, die du vielleicht nicht wichtig empfindest. Aber diese kleinen Überlegungen, diese kleinen Gedanken, diese kleinen Meinungen, diese kleine Ablehnung, die du in dir hast, die generiert eine vorherrschende Energie in dir. Und diese vorherrschende Energie in dir sagt eben, dass Überfluss etwas ist, was man nicht unbedingt braucht. Überfluss ist etwas, was negativ ist. Überfluss ist etwas, was herzlos ist. Überfluss ist etwas, was angeberisch ist. Überfluss ist etwas, was verschwenderisch ist. Überfluss ist einfach nur etwas, was du nicht haben willst. Und solange das so ist, wirst du keinen Überfluss leben und erleben können. Und das Schlimme ist, dass Energie eigentlich nur Energie, Idee und Vorstellung ist. Und deine Energie und deine Idee und deine Vorstellung in Bezug auf Überfluss schränkt alles ein. Schränkt ein, wie viel Liebe du dir erlaubst, wie viel Hilfe du erlaubst, die du dir erlaubst, wie viel Anerkennung du dir erlaubst, wie viel Reichtum, wie viel Geld du dir erlaubst, wie viel Glück du dir erlaubst, wie viel Freude du dir erlaubst, wie viel Leichtigkeit du dir erlaubst. Und wenn du in dieser beschränkten Welt lebst, werden dir immer Dinge fehlen. Wirst du immer jemand sein, der nicht genug hat? Wirst du immer jemand sein, der mehr haben muss, der nicht genug bekommt? Und dann bist du jemand von denen, die du eigentlich nicht magst. Dann bist du jemand von denen, die den Hals nicht voll bekommen. Bist du jemand, der immer gierig ist? Bist du jemand, der immer needy ist, der immer bedürftig ist? Und dann erkennst du, dass du auf einem kompletten energetischen Holzweg warst, weil du es nicht verstanden hast, weil du die Energie nicht verstanden hast dahinter, weil du eigentlich das bekämpft hast, was energetisch in dir aktiv ist. Und weil du es bekämpft hast und weil es energetisch in dir aktiv ist, lebst du in dieser Welt, lebst du in diesem Zustand und bekommst immer mehr und mehr und mehr davon, obwohl du es gar nicht willst. Aber diese energetische Wirkweise musst du verstehen. Und dann kannst du allerbesten Gewissens da aussteigen und kannst tatsächlich dich nach Reichtum und Überfluss orientieren und ausrichten. Dann kannst du tatsächlich ein energetischer Match dazu sein. Dann kannst du tatsächlich in deiner Welt, in deinem Universum genau das manifestieren, was du gerne hättest. Und manifest, das ist nur das, was als feste, objektive Masse sichtbar wird. Und das, was als feste, objektive Masse sichtbar ist in deinem Leben, war erst als energetische Information unsichtbar für dich. Es war diese unsichtbare Welt, die du nach außen manifestiert hast. Und solange du diese Zusammenhänge nicht begreifst, was Energie bedeutet,
was die ganze Spiritualität auch bedeutet, weil Spirit ist nichts anderes wie eine unsichtbare Energie. Ein Geist, etwas Geistiges ist nichts anderes wie unsichtbare Energie. Und das ist die Ursache aller sichtbarer und manifester, objektiv sichtbarer Dinge, Situationen, Sachen. Im Außen nennen wir es das Außen. Und das andere, das Unsichtbare, das ist innen. Das ist aber deine eigene Welt. Und du musst erkennen, wie du diese innere Welt für dich in einer Art und Weise ausgestaltest, mit Denkmustern, mit Überzeugungen, mit Annahmen, mit Ansichten, mit Überzeugungen, mit Werten, dass es im Außen sich genau so zeigt. Und dafür bist du hier, dass du erkennst, dass du in Wahrheit im Überfluss lebst, dass du in Wahrheit keine Beschränkungen hast, dass sie nur durch deine Denkweise entstanden sind. Deine Einschränkungen sind entstanden, weil du glaubst, es gibt Beschränkungen, es gibt Regeln, es gibt etwas, wo dich ausschließt von Reichtum. Es gibt Regeln des Reichtums. Und es sind aber nicht die Regeln des Reichtums, sondern es sind die Regeln des Überflusses. Reichtum ist Überfluss. Und Reichtum alleine reicht nicht. Weil selbst wenn du es geschafft hast, einen gewissen Reichtum finanziell für dich zu generieren, du aber die Regeln, die Energien des Überflusses, deines überflüssigen Körpers, der aus dem es herausströmt im Überfluss, nicht erkennst, wirst du immer noch das Gefühl haben, Reichtum, finanzieller Reichtum alleine reicht nicht. Und das ist so wichtig, dass du das jetzt verstehst, weil so viele Menschen, die gehen nicht mal in Bezug auf Geld in Richtung des Überflusses, weil sie den Schmerz schon spüren können, weil Geld alleine nicht den Mangel an Liebe, an Anerkennung, an Sicherheit, an Rückhalt, an gut und richtig sein, an geliebt werden auffüllt. Weil die Ursache des Mangels ja ganz woanders liegt. Und deswegen willst du nicht mal reich werden, weil du weißt, dass dieser Reichtum nicht deinen anderen Mangel, deine andere Leere, deine andere Ängste auffüllen kann. Deswegen ist es so, so wichtig, dass du genau dieses ganze komplette Prinzip des Überflusses verstehst, das Divine Design, des göttlichen Überflusses, des Überflusses aus allerhöchster Energie, die für dich überall jederzeit zur Verfügung steht, wo du aber durch dein Denken dich abkapselst und nicht vereinigst und so du weiterhin in einer Welt der Beschränkungen lebst. Aber was du verstehen musst, ist dadurch, dass du ablehnst, dass du etwas ablehnst, dass du Situationen ablehnst, dass du Geld ablehnst, weil es für dich eine negative Bedeutung hat, führt dazu, dass du von den Dingen, die du ablehnst und denen du eine negative Bedeutung gibst, mehr hast. Negatives Geld ist Geld im Mangel. Eine negative Partnerschaft ist Liebe im Mangel. Ein kranker Körper ist Gesundheit im Mangel, obwohl kein Mangel
existiert, wenn du ihn nicht für dich kreierst, wenn du dich nicht in eine Welt des Mangels setzt. Und das ist crazy für deinen Verstand. Da musst du sehr, sehr lange argumentieren, begründen, klarlegen, klarstellen, was Energie ist, wer du bist in dieser Energie, welche Energie herrscht und dass du diese Energie durch deine Vorstellung, durch deine innere energetische Welt generierst. Dass nichts von außen auf dich einwirkt, wenn du es nicht in deiner Welt hast. Wenn du in deiner Welt erkennst, dass dein Leben von innen, von deinem Innen, von deiner inneren Welt, von deinem inneren spirituellen, Spirit heißt Energie, von deiner inneren energetischen Welt nach außen gepflanzt wird. Und doch sind noch so viele hier, die glauben, dass eine Energie mit eigenem freien Willen dich einschränkt, dich klein macht, dich runtermacht, dich zum Lernen zwingt. Dabei ist all dieser Zwang, all diese Einschränkung, all diese Unterdrückung, all dieser Zwang ein Ergebnis von deiner inneren Vorstellungswelt. Und das ist wichtig. Und das sagt dir keiner, der dir Tarotkarten legt, der dir sagt, du musst Gott anbeten da draußen, damit er endlich Erbarmen mit dir, kleinem, demütigen Wesen hat. Das ist falsch informiert, das ist Fehlinformation, das sind alles Informationen, die nur ein Ziel haben, dass du nicht in deine eigene Kraft und deine eigene Power kommst. Dass du dich unterlegen, unterdrückt, eingeengt, unmöglich fühlst. Unmöglich. In einem Raum der Unmöglichkeiten lebst, in dem du glaubst und denkst, es ist unmöglich, weil du so geboren bist, weil du daherkommst, weil du die Erfahrung gemacht hast, weil du jenes Trauma hast, weil du die und die Problematik in deinem Leben erlebt hast, keine Ahnung, weil du diese Krankheitseinschränkungen hast. Und dann lebst du in der Welt der Unmöglichkeiten. Und Unmöglichkeiten schränken dich ein, unterdrücken dich. Und nachher, wenn du das lange genug glaubst und spürst, wird es sich in deinem Körper manifestieren. Und genauso war es bei mir. So lange habe ich in dieser Welt gelebt, bis mein Körper bewegungslos war, bis ich keinen Schritt mehr ohne Schmerzen machen konnte, bis ich nichts mehr erledigen konnte, bis ich überhaupt keine Ansicht da draußen mehr hatte, keine Meinung mehr hatte, dass ich in meinem Körper irgendetwas bewegen konnte. Und nachdem mein Körper sich nicht mehr bewegen konnte, konnte ich da draußen nichts mehr machen, nichts mehr tun und nichts mehr regeln. Und da musste alles hier drin stattfinden, alles in mir. Und erst als sich die Welt in mir geändert hat, hat sich meine Persönlichkeit, hat sich meine Identität, hat sich mein Selbstbild, mein Fremdbild, hat sich mein ganzes Leben verändert. Aber nicht, weil ich da draußen etwas möglich gemacht habe, sondern nur, weil ich da drinnen alles möglich gemacht habe, in meiner Vorstellungswelt, in meiner Energie, weil ich alle Bedingungen, weil ich alle Einschränkungen, die ich jemals gelernt habe, abgestellt habe, wirkungslos gestellt habe, bedingungslos gestellt habe, einflusslos gestellt habe. Und das kann jeder. Egal in welcher äußeren Situation er sich oder sie sich befindet, was die äußeren Umstände sind. Diese innere Arbeit kann jeder tun und zwar jetzt sofort für sich. Nur
musst du ein Konzept dafür haben. Du musst wissen, wohin du willst. Du musst wissen, wie deine innere Welt aussehen soll. Du musst wissen, was die Regeln sind. Du musst deinen Verstand 100% an Bord haben. Weil wenn dir dein Verstand die ganze Zeit immer wieder Zeug erzählt, dass du in diese beschränkte, unterdrückte, kleine, unmögliche Welt zurückreisen musst, dann reist du zurück und dann wird sich nichts verändern. Erst wenn du 100% jemand anders bist, sozusagen, eine neue Identität, eine neue Personality hast, die dir nicht das Umfeld, die dir nicht deine Geschichte, die dir nicht deine Vergangenheit gegeben hat, sondern die du dir selber gegeben hast aus deinem höchsten Divine Design, weil du weißt, der einzige Generator für negative, einschränkende, unmögliche, unterdrückende Energie kannst nur du selber sein. Unser grundsätzlicher energetischer Zustand ist höchste Liebe, höchste Perfektion, mangelfrei, Überfluss. Und das ist eigentlich, wenn du schon eine Energie suchst, die wirkt, ohne dein aktives, analytisches, mentales Zutun, dann ist es diese göttliche Energie. Und sie hat nichts mit Gott zu tun, sie hat nichts mit Religion zu tun. Göttlich bedeutet nur immer gut, immer liebend, immer positiv, bedingungslos. Es gibt keine Ursache, es gibt keine Analyse, es gibt keine Zusammenhänge. Es ist einfach da, weil es da ist. Und wenn es dir einfacher fällt, es zu verstehen, indem du dir ein Quantenfeld vorstellst, dann kannst du das tun. Nur dieses Feld darfst du füllen mit dieser Energie der Bedingungslosigkeit. Und das ist etwas, wo ich auch so lange, als ich versucht habe, Dr. Joe Dispenza zu verstehen und umzusetzen, was für mich das Missing Piece war. Quantenfeld, gut und schön. Ich soll Liebe fühlen, gut und schön. Wie soll ich das denn alles fühlen? Wenn mein Leben ein Desaster ist, mein Körper ist ein Wrack, mein Bankkonto ist pleite und du willst von mir, dass ich Liebe fühle. Ich habe es nicht hingekriegt. Aber erst als ich verstanden habe, was diese Liebe bedeutet, die Energie dieser Liebe, wo die herkommt, und die kommt aus purer, reiner Bedingungslosigkeit. Bedingungslose Liebe heißt es, aber du kannst nichts damit anfangen, bevor du nicht verstehst, dass diese Bedingungslosigkeit heißt, es gibt keinen Grund. Du darfst es sein, du darfst es fühlen, alles, was du möchtest, ohne einen Grund, ohne eine Ursache, einfach nur allein aus Geburtsrecht, aus Entscheidung, aus du willst. Das ist bedingungslose Liebe. Und daher kommt Reichtum. Daher kommt Überfluss. Und daher ist es für jeden und jeder Mann und jeder Frau jederzeit an jedem Ort grundlos da. Nur du musst auch dahin gehen. Und wenn du sagst, ich will nicht reich sein oder Reichtum alleine tut es nicht, dann hast du recht. Aber du willst dieses Divine Design, Wesen sein, das bedingungslos, das Allerhöchste, das Beste, das Überfluss, im Überfluss vorhandene Geburtsrecht leben und erleben. Und dann hört es auf, dann geht es nicht mehr um Geld, sondern dann, jetzt hat sie irgendwas, genau, dann geht es nicht mehr um Geld, sondern dann geht es um das, um was es wirklich geht, nämlich um das, was du wirklich bist, was du in Wahrheit bist, was für dich gedacht ist und was du dir immer wünschst, dann ist es da. Und das ist kein leichter Weg. Aber es ist ein Weg, der gegangen werden muss. Ich nenne es die Divine Design Reise, weil alles auf dieser Welt, was dir noch Überfluss, Mangel suggeriert und wo du Mangel spürst und wo du aus dem Mangel raus willst. Genau all das
Sei es vom Körper her, sei es irgendeine Liebesbeziehung, sei es Gesundheit eben, sei es finanziell, alles, was dich auf diesen Weg treibt, dient nur dazu, damit du lernst zu verstehen, wer du bist in diesem Universum, was du, wie du wirkst als energetisches Wesen, wie du diese Energien generierst und somit manifestierst. Und nochmal, du bist das Manifest. Und du kannst jedes Manifest sein, das dir gut gefällt. Nur musst du nicht manifestieren lernen oder manifestieren verstehen, sondern du musst wissen, wie du als schon bestehendes Manifest hier in der Art und Weise wirkst, dich zeigst, dich manifestierst, dich teilst, dich mitteilst, so dass es dir entspricht. Und dazu bist du hier, für nichts anderes. Und für diese Reise, um diese Reise zu unterrichten, um diese Art der Heilung in die Welt zu bringen, dafür bin ich hier. Ich bin hier, um das zu teilen. Und ich bin hier, um das mitzuteilen und um das weiterzugeben. Ich weiß, dass es absolut noch nicht Mainstream ist. Aber ich weiß, dass es der einzige Weg ist, der zu gehen ist, wenn alles andere, was du probiert hast, gescheitert ist. Und weil du musst offen sein. Du musst offen sein für so eine andere Denkweise. Du musst offen sein für so eine andere Lebensweise. Du musst offen sein, dich zu lösen aus dem Pulk der Masse. Du musst offen sein, für dich zu gehen, um nachher für andere zu gehen im zweiten Schritt. Aber erst wenn du klar bist, kannst du das ganze Spektrum an Überfluss erleben. Überfluss an Geld, an Zeit, an Freiheit, an Liebe, an Begeisterung, an Hingabe, an Spaß, an allem, an körperliche Gesundheit, an Fitness. Und es hat nichts dazu mit zu tun, wann es ist, welche Zeit es ist, an welchem Ort es ist, wie alt du bist, wie du aussiehst, was jetzt gerade ist im Außen, hat keinen Einfluss auf das, was du jetzt generierst im Inneren. Und wenn du diesen Switch hinkriegst, verändert sich alles schnell. Und diesen Switch kriegst du am leichtesten hin, wenn du dir helfen lässt, wenn du studierst, wenn du dein Wissen, dein klares Wissen über die Art und Weise, wie wir hier leben als energetische Menschen, wenn du das verstehst, einschränkungslos und bedingungslos, also an keinen Glauben, an keine Religion, an nichts anderes gekoppelt, außer an die Prinzipien der Energie. Wenn du das hast, dann kannst du gehen. Dann wird dir nichts mehr fehlen. Aber diese Reise musst du antreten. Diese Reise musst du für dich unterschreiben und für diese Reise musst du zur Verfügung stehen. Und es ist nicht die Reise der Masse. Und du wirst da draußen immer wieder viele Leute sehen, die in irgendeinem Bereich ihres Lebens im Mangel sind, wo irgendetwas noch nicht ausreicht. Und du wirst irgendwann mal hören, dass sich dieser Mangel manifestiert hat. Und dann weißt du, dass die Reise nicht zu Ende gegangen sind, egal was für ein großes Bankkonto sie haben, egal was sie geerbt haben, egal wo sie herkommen. Diese Reise ist für jedermann. Und ich wünsche mir, dass ich dich erreichen konnte, dass du diese Reise jetzt betrittst,